Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, und herzlich willkommen zum heutigen Part, ne? Ja, beim letzten Mal haben wir die Riders bekämpft. Ich habe ein bisschen hier was gefarmt über die Amiibos. Ja. Ein Jägerjunge hat sich uns angeschlossen und das war es eigentlich dazu auch. Ja. Let's go, ne? Wir haben einen Job, wir müssen Rafa retten. Und darauf freuen wir uns natürlich. Ich habe übrigens kein Findergebet oder irgendwas in der Art hier drauf. Ich habe einmal hier Machtgebet und das Machtamulett nochmal kurz vor der Aufnahme reingeschmissen, damit wir Power haben. Weil ich denke, dass wir das am meisten hier brauchen werden. Ich bezweifle, dass wir irgendwelche wilden Monster hier antreffen. Oder wir treffen noch eins an. Ein grauer Karabacher. Den habt ihr noch nicht gesehen, deswegen bekämpfen wir den. Ich nehme zurück, was ich über die wilden Monster gesagt habe. Also wie gesagt, ich habe den schon mal bekämpft. Ihr könnt das auch sehen. Der war bei einem Nest mal da. Ich werde nicht schnell Finish machen, weil ihr wollt ja auch neue Monster sehen. Außerdem beschwert ihr euch dann, ey, du hast endlich einen neuen Kampf, ihr zeigt uns den doch. Ich kann eure Gedanken nämlich lesen. Nein, so oft wie ihr euch beschwert, ich soll mir Kämpfe zeigen, ist es nicht schwer rauszufinden. Und Sunny kann keine Fähigkeit mehr einsetzen. Muss den auf dreifache Beschleunigung eben kurz hochpushen. Okay. Er ist ein Angreifer. Habe ich Parabellschuss auf den schon angesetzt? Kann ich nicht prüfen, weil ich nicht genügend Punkte habe. Gehe ich erstmal auf Sachen, wo ich nicht mit dem Hammer noch drauf kloppen muss. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall den weiten Hieb ihn durchgezogen habe. Aber hey Leute, ihr seht neue Monster. Und im Übrigen, falls einer fragen will, ja, ich mache jetzt hier gerade eine Aufnahmesession. Nicht eine Einzelaufnahme. Das haben viele bei mir nämlich noch nicht verstanden. Entweder nehme ich nur eine Folge auf, wenn ich schnell was hochladen muss. Was in den letzten Tagen der Fall war. Weil da musste ich wirklich in den letzten Minuten noch irgendwas hochladen. Und da habe ich dann einfach nur durchgerasselt. Schön zu wissen, dass Bogen dir übrigens überhaupt nichts ausmacht. Oder wenn ich Zeit habe und auch die Laune, dann mache ich auch noch eine Session bis zu gewissen Punkten. Beispielsweise, bis ich im nächsten Dorf bei Monster Hunter bin. Darüber wollte ich mal aufklären. Weil das sehr viele nicht verstanden haben. Yannick, du musst rein, weil du hast als einziger eine technikbasierte Fähigkeit bei dir. Parabellschuss, habe ich dich schon eingesetzt? Nein. Zack. So, ich kann auf den Hammer gehen. Im Übrigen, ich habe schon ein Ei von dem. Ah, es ist schön, wenn man nicht mehr so gehandicapt ist auf der Hand. Weil mittlerweile geht's mit der Hand. Danke, dass du auf den Technikangriff gehst. So, auf den Kopf. Ich hoffe, ich kann auch den Hammer komplett durchziehen. So, Doppelschwung. Dann habe ich wenigstens durch. Falls möglich, falls ich keinen Gravius finde, dann gucke ich, dass ich den noch dranhänge, bevor ich ins nächste Dorf gehe. Also falls keiner so standardmäßig auftaucht. Komm, ich finische dich mit Ulti, oder? Nee, kann ich nicht. Ach, der stirbt jetzt so oder so. Dann breche ich wenigstens noch den Schädel. Oder er macht für mich, der Reverto. Thank you.
So, da war eine Kiste für mich. Ach ja, im Übrigen, das habe ich auch offscreen gemacht. Das könnt ihr aber so normal nicht sehen. Wo habe ich sie? Hier. Ich habe mir in Lulucion, so gut es geht, Donuts geholt, damit ich stets die Schnellheilung machen kann. Bei mir war letztens das ausgegangen, dass ich das machen konnte. 13.000. Ich habe 13.000 gerade bekommen. Da hinten ist ein Tigrex. Ich gehe hier übrigens mal auf den Monobloss. Dann kann ich wenigstens bekannte Viecher sagen, nö, ich habe keine Lust auf euch. Und zwar ganz harmlos, sage ich denen das. Nicht mit einem geplatzten Troppelfell. Oh, da ist ein lila Gipsos. Den habt ihr auch noch nicht gesehen. Let's go. Den habe ich selber auch noch nicht bekämpft. Also den habe ich einmal in der Höhle halt gesehen. Und habe sogar ein Ei von dem bekommen im Nest. Ich weiß nur, dass der Techniker ist, weil ich das Ei von dem habe. Sonst wüsste ich das auch nicht. Ja genau, geht auf den. So, Ladungsschnitt auf das da. Ach, nein, der macht den Lichtblitz. Der kann blenden. Nein. Sind alle blind. Aber Monobloss. Also mein Holy Horn trifft trotzdem. So, jetzt weg mit dem Nahapas. Ich hab sogar getroffen. Der tut nicht. Holy, kannst du mir einen Gefallen tun? Ach nee, warte mal, ich muss wechseln. Er ist jetzt ein Techniker. Nee, warte, ein Angreifer. Also, Yannick rein. Ich würde ja den Legianer reinholen, aber der muss erst noch leveln. Ladungstackling mache ich nicht. Du, Mama, Hochspannung. Auf den Bauch. Zack. Ein Körperteil ist schon mal gebrochen. So, ich nehme jetzt direkt den Bogen und mache einen Parabellschuss. Dann ist nämlich zum einen das Pnahapa weg und zum anderen kriege ich dann sowieso hier eine Aufdeckung beim Gipseros. Wie gesagt, ich weiß, das nervt manche, dass wir immer nur diese Liste versuchen abzuarbeiten. Aber ganz ehrlich, hier macht er wahrscheinlich auch nicht viel anders. Man will es einfach registriert haben. Wir sind doch schon blind. Manche mehr als andere. Okay, nur noch zwei Körperteile. Ich gehe erst auf den Bauch. Nein, ich wollte nicht reiten. Ja, jetzt muss ich eine Bindungsfähigkeit einsetzen. Den Angriff kennt ihr schon, deswegen brauche ich den nicht zu zeigen. Ich wollte doch nur auf den Kopf gehen. Stimmt, der ist ja jetzt ein Techniker. Jetzt ist er wieder aggressiv. Das ging schnell. Schnell wirst du den Aggro. Warum will ich einen Technikangriff machen? Auf den Bauch, dann breche ich ihm wenigstens vielleicht noch was. Ah, die Baubeschützerfähigkeit hat sich endlich mal wieder aktiviert. Ich dachte, sie wäre komplett bei mir verpackt. Dass sie sich überhaupt nicht mehr aktiviert. So, wenn wir jetzt noch einen Gravius finden, wäre es wunderbar. Weil dann muss ich nicht eine extra Folge machen. Ich höre euch ja nach Möglichkeit alle Monster zeigen. Ich brauche mal kurz...
Dave, hau das Ding da weg. Leute, ich bin verschwunden. Hau die Tür weg. Dave ist jetzt auch nicht so langsam. Holy ist ein Stück schneller. Warum nehme ich Yannick? Ich will... Sag mal... Danke. Ich muss eben kurz einen Gegengift verwenden. Da, da haben wir es ja. Weil das Gipsoros hat meinen vergiftet. Da komme ich nicht durch. Also hier lang. Ich weiß nicht, ob es noch nervig wird mit diesen Hebeln. Es scheint auf jeden Fall nur nach oben zu gehen. Oh, Hemi Tower, ich habe dich gar nicht gesehen, tatsächlich. Ich sehe das Kommentar schon. Ich sehe eure Kommentare. Wie kannst du den übersehen? Ich sagte es doch gerade eben schon. Manche von uns sind blinder als andere. Wie zum Beispiel, dass ich nicht einsehen wollte, dass es der Pflaumen-Hermit Tower war. Ich weiß, dass es die in verschiedenen Farben gibt. Oh, Sequenz. Oh, scheiße. Ich glaube übrigens, da waren Diablos. Ich weiß nur nicht, ob ich oben vielleicht hätte lang gehen wollen. Oh, ich will erstmal hier. Dann müsste ich doch zu dieser einen Kiste kommen, oder nicht? Ich hoffe, dass wir den Turm übrigens in einer Folge schaffen. Weil ich glaube, nach dem Turm kommt die nächste Stadt. Dann könnt ihr euch wieder auf den Koop-Part freuen. Weil die gibt es immer erst in den neuen Städten. Ich weiß ja, wie sehr ihr die immer erwartet. Aber Kai ist halt auch derselben Meinung wie ich. Es lohnt sich halt mehr, wenn wir auch neue Questen dafür haben. Es macht null Sinn, jetzt hier zum Beispiel 500 Mal die Yagi-Quest zu machen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Du da, lass mich mal durch. Dank für deine Kooperation. Wie gesagt, wenn wir einen Gravios finden, wäre es wunderbar. Dann muss ich keine extra Folge machen. Da ist der Pflaumen-Hermit Tower, den habe ich auch noch mal ein paar Mal offscreen gejagt. Halt wegen der Rüstung. Oh, hier ist ein Katzerwandstand. Super, ich kann hier in der Nähe speichern. Und ich lag... Nee, das ist ein Monobloss. Hier gibt es auch einen normalen Monobloss. Here it comes. Ich will ja nichts sagen, aber den Monobloss habe ich schon mal gefinisht. Ich überspringe den Kampf. Obwohl, nee, das scheint ein besonderer Monobloss zu sein. Ich wollte erst den Kampf überspringen. Ich glaube, ich werde zwei Folgen hier für den Turm brauchen. Dich wechseln wir mal. Eigentlich müsste der Legianer sogar hier reinhauen. Komm, du hast jetzt mal deinen Auftritt. Auch wenn du ein paar Level zu schwach bist. So. Der hat übrigens auch hier noch eine Technik vom... Ach, von wem habe ich ihm jetzt eine Technik gegeben? Ich habe ihm von irgendeinem Eistypen hier den Frostschlag gegeben. Ich weiß gerade noch nicht welchen. Ach, mach, wozu du lustig bist. Muss ich sowieso erstmal streicheln, weil du keine Punkte bei dir hast. Stimmt, der Monobloss geht ja immer erst auf Geschwindigkeit, erst in der Rage-Phase geht er auf Kraftangriffe. Vollkommen vergessen. Ja, dann brauche ich Yannick.
und kann eigentlich den Kampf über bei Yannick bleiben. Ein bisschen schade. So, Ladungstackling. Pam. Ich hätte Hochspannung machen müssen. Ach, er macht das von alleine. Okay, gut. Muss ich nicht nachhelfen. Also der Motocross sollte eigentlich nicht besonders schwer sein. Es ist kein Zornesverstrahlter. Es ist nur irgendein Special Boss, offenbar. Okay, ein, zwei Körperteile muss ich noch treffen. Er nutzt den Tunnel! Ich werde die Liste bei dem nicht vollkriegen. Nope. Er wird ordentlich geheilt. Er hat mir es gegönnt. Ich darf die Liste doch vollkriegen. Nee, darf ich doch nicht. Ich zieh durch. Nee, kann ich nicht. Ich wollte, aber geht nicht. Man kann diese Bosse ja auch nicht wiederholen, ne? Nein, wir machen den Donnerreißzahn. Auf den Körperteil, der noch nicht komplett fratz ist. Oder auch nicht, weil ich sonst den Hieb nicht durchziehen kann. Ich vergesse immer, dass er so viel von der Leiste da braucht. Ich nehme als nächstes den Hammer. So, jetzt brauche ich hier Geschwindigkeitstechniken. Ja, ich kann eh nur normal draufschlagen. Dann hau ich auf der Körperteil, was jetzt eh fratze geht. Nein. So, ich zieh durch. Ich zieh den Doppelschwung durch dein Gesicht. Mir ist egal, ob ich Schaden krieg. Du leidest jetzt eh. Reverto, wir brauchen Geschwindigkeitstechniken. Weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Den vollen Schwinger, den habe ich nicht. Okay, er wird wieder graben. Vielleicht kriege ich den Fuß ja noch angegriffen. So, zuallererst zum Bogen wechseln. Und Schallbombe. Okay, er beschützt uns. Nett. Ich darf nur mal drauf schießen. Danke. Dann nutze ich die Chance doch sogar. Zack. Hab ihn nochmal vergiftet. Immer noch nicht am Ende. Doch, jetzt ist er so langsam am Ende seiner Kräfte. Ich hau den Parabellschuss rein. Der macht immer so gut Schaden. Dass der noch lebt. Ich habe bisher noch nie erlebt, dass die an dem Gift gestorben sind, ne? Ich hab noch alles gebrochen gekriegt, ja. Und alle haben Level-Ups. Eigentlich könnte ich das Monobloss-Zeug verkaufen.
Na, Leute. Ich denke, für einen Part habe ich hier jetzt genug getan. Ihr habt mehr als genügend Kämpfe bekommen. Könnt euch nicht beschweren. Ich könnte noch mal ein kurzes Stück zurück. Nee, hier lang und eben kurz noch die Kiste holen. Während ich hier die Abmod mache. Hier ist zumindest kein Monster. Ja, Kiste. Abse. Ja, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Ein Kommentar ist auch immer gut für den Algorithmus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.